Aktion wollen Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises das Jubiläum 50 Jahre Frauenfußball in Niedersachsen feiern. Hey, schon gehört? 50 Jahre Frauenfußball! Meldet euch, wir suchen Fußballspielerinnen. Und melden könnt ihr euch bei mir, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Ostholz, Katja Lipka. Denn ich leite alles weiter an die zuständigen Vereine oder wendet euch direkt an die Vereine in euren Umkreis. Die Brandbekämpfer Ostholz-Scharmbecks und Scharmbeck-Stotels haben Kinderfeuerwehren gegründet. Ja, hallo liebe Kinder, mein Name ist Isabel Hese, ich komme aus der Ortsfeuerwehr Ostholz-Scharmbeck und wir wollen eine Kinderfeuerwehr gründen. Starten werden wir ab Mitte Februar. Ja, wir freuen uns auf euch, wenn ihr mitmacht und zu uns kommt. Hallo, ich bin Steffi Patz aus der Ortsfeuerwehr Scharmbeck-Stotel. Wir gründen eine Kinderfeuerwehr und ihr seid herzlich eingeladen, ab Mitte März dazuzukommen. Wir treffen uns immer donnerstags. Zweimal im Monat. Wenn ihr weitere Infos haben wollt, guckt auf unsere Stadtfeuerwehrseite im Internet. Oberschuldirektor Dietmar Krause hatte am 31. Januar seinen letzten Arbeitstag im Lernhaus am Campus. Er geht in die Pension. Schüler, Lehrer und Mitarbeiter überraschten ihn zum Abschied mit einem Flashmob zu dem Song Celebration von Kool & The Gang, die sie heimlich über Wochen einstudiert hatten. Jagd ist zu 80% Naturschutz, erklärte Jagdpächter Ulrich Messerschmidt. Die Osterholzer Jägerschaft hat das Sandhausener Moor entkusselt. Auch Kinder halfen fleißig mit. Durch das Entkusseln wird das Austrocknen der Moore verhindert, erklärte die Naturschutzbeauftragte der Jägerschaft Bianca Wendelken-Osterloh. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen an der Logistikschule der Bundeswehr in der Lucius D. Clay Kaserne. 45 Musiker des Bundespolizeiorchester Hannover stellten beim Benefizkonzert in Gallstedt einmal mehr Vielseitigkeit unter Beweis.